Hallo, heute bin ich mit einer neuen Folge von Code Wein. Das Spiel gibt es ja gerade für alle PS Plus Spieler gratis und da dachte ich mir, ja, ich mache mal wieder eine Folge. Es ist eigentlich egal, ob ich online oder offline spiele, immer wieder mal offline, sonst bin ich eigentlich nur online. Bisher, ja, ist mein Partner der nette Luis, der mich, ja, sagen so öfters mal im Stich gelassen hat, aber ich verzeihe ihm alles, mein netter Partner Luis. Und diesmal ohne HDR, mein neuer Fernseher muss gecheckt werden und deshalb, ja, bin ich jetzt mal auf meinen alten TV gesprungen und schau mir mal an, wie das Spiel jetzt, ob da wirklich viel Unterschied ist. Es ist ja ein PS4-Spiel, ich spiele es auf der PS5. Vorher war der einzige Unterschied, dass noch HDR inkludiert war. Das ist aber jetzt, denke ich, bei diesem Spiel nicht wirklich jetzt so. Ich glaube nicht, dass es sehr viel Unterschied macht. Schauen wir es uns mal an. Also hier ist mein netter Partner Luis. Sollte eigentlich hoffentlich bald gelöst sein. Ja, ich weiß nicht, ich habe gerade so eine Glückssträhne anscheinend. Und hier können wir ziehen. Ich ziehe da jetzt einfach mal dran. Was passiert? Ich weiß nur nicht, habe ich da schon mal dran gezogen? Es steht nämlich nichts irgendwie, oder das irgendwas tut. The city must have fallen from that hole up there. Wo gehen wir entlang? Ich sehe hier Wasser. Oh mein Gott. Die Sicht besser ist na super. Das heißt, wir gehen da jetzt einfach in den Sumpf. In den Sumpf. Ja, das ist kein Sumpf, aber in den Kanal. Hier liegt was. Das holen wir uns gleich mal. That's quite valuable. Ausdauerverstärker, okay. Ja, wir sollen ja Blumen. Was ist denn das? Gegner. Luis, mach was. Luis, mach was. Ich bin gemein. So. Ja, der kommt ja eh nur hinter mir her. Also, schauen wir uns mal hier um im Wasser. Ja, die Sicht ist wirklich nicht sehr besonders. Aber ich glaube, dass das nicht viel Unterschied macht. Weil wir waren ja am Anfang auch im Untergrund und da war ich so glücklich, denn im Fenster. Ui, da ist ein großer. Bist du vor? Das sind mehrere. Ich habe mir ordentlich erwischt. Nochmal ordentlich. Das ist aber drauf. Ich muss sie mir erst wieder holen. Von Königinneneisen, ja, das druckt man oft. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein anderes ist. Ich weiß nicht, sollte ich zum ersten Mal Code Wein spielen? Ich habe meine ersten, also die ersten Folgen waren so Creations. Hoppala, da noch einer auf dem Tisch. Und dann habe ich ein paar Videos gemacht. Ich verwende jetzt den Blutcode Prometheus. Das ist der Blutcode mit Luis, den wir uns teilen. Somit sind wir zusammen stärker. Sollten wir stärker sein. Droppt aber nichts. Dadurch, dass das nicht so schlecht ist. Ja, das Runterspringen hier war ja schon was, ja. Da war ich schon froh, dass wir endlich eine Blume gefunden hatten. Also, echt. Wo gehen wir hier weiter? Schauen wir mal.
Leben die noch? Bei manchen leben die noch. Ich sehe mir alles an. Die Chance tut alle aus. Watch out, enemy present. Was ist Planning mit der Erdplatte? Genau das war mein Lieblingsskill. Ich hab geblockt. Die sind schon größere, ja, muss man schon sagen. Aber ja, nicht so schlimm. Ich habe ja noch. Ah, das ist auch so eine. Ah, wir markieren so die Stellen, wo wir waren. Das ist gut. Das heißt, es ist wie ein Labyrinth hier. Das ist super. Ich verlaufe mich. Ich habe mich erst in einem Labyrinth verlaufen. Da geht es dann wirklich weiter. Schön. Na toll, irgendwas sehe ich da an. Da kommt gleich was von oben. Und da glänzt was im Wasser. Gehen wir mal hier. Das ist ein Ball. Ah nein, das ist kein Ball. Das ist ein großer. Oh, jetzt hast du mich erwischt, du. Das geht nicht. Das geht schon ganz und gar nicht da. So. Ach, ey. Jetzt heile ich mich einmal. Wo ist der nächste? Dolch. Okay, einen Dolch brauche ich nicht, aber kann ihn ja verkaufen oder herschenken. Auf der Basis dann. I hope we're done here soon. Ja, ja. Sollen wir da reingehen? Ich weiß nicht, der letzte Mal tief oder so. Das ist sicher schwierig zu kämpfen. Darfst du schon? Ja, du bist schon gebarft. Alone, there no trouble. Ja, ich bin immer hin, weil... Jetzt habe ich gar nichts mehr so gut. Alter, ich bin in den Kampf. Oh. Danke für das nette, für den netten Spruch. Oder ah, da kommt noch einer. Ich gehe vor. Ja. Glocken bin ich jetzt hier etwas langsam. Wait. Ah, gar nicht so schlecht. Ja, ich finde, dass man beim Ausweichen schneller ist. Also deswegen nehme ich auch eine Waffe. Keine schwere Waffe, sondern ja, wir rennen da eh sowieso im Kreis. Aber wir können ja mal schauen, ist da hinten irgendwas noch? Da könnte mal eine gewesen sein. Eine Miske. Wir können ja nicht nur Gegner. Das war's. Wir gehen mal so einen Rand. Da können wir uns nicht verirren. Da waren wir überall schon. Das sehen wir auf der Karte. Da hinten haben wir noch nicht. Da liegt was. Das glänzt so schön. Nette Partner Louis. So, da ist noch so ein Ball. Aber da kann ich mich nicht schneller bewegen. Ich habe ihn nicht. Wo soll man herkommen? Ja, okay. Ich komme. Ich kann mich nicht schneller bewegen. Muss ja noch was da hinten sein. Ah, ja, in der anderen, auf der anderen Seite sehe ich auch was glänzen. Auf der Karte. Schauen wir uns mal kurz hier hinten. Da glänzt auch.
nicht schneller gehen jetzt. Den Wahnsinn. Er hätte schon uns auch gleich um. Ich möchte mir das irgendwie nicht mehr anlösen. Ich habe die Augen verloren. Ja, mit dem, ne? Sind einige. Da kommt auch schon der eine. Warte, kann ich gar nicht sehen. Jetzt. So. Das ist ja ein Wahnsinn hier. Das ist das Abwassersystem. Naja, in der Stadt kann man ja nichts sagen. Aber hier waren wir noch nicht. Und das Ding mal alles erkunden. Vielleicht finden wir ihn. Ah, da ist jetzt gleich ein Monster. Ich kann es auch gleich, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ja, jetzt geht's. Ich kann nichts machen. Hat es dich geheilt? Wirklich? Ich bin mal geheilt. Alles Neues. Ich konnte nichts machen. Ich kann mich ja kaum bewegen hier. Echt schlimm. Das soll laufen sein hier. Ganz, ganz mies. Ich hoffe, dass wir doch etwas weiterkommen. Da ist auch einer. Ja. Das heißt, das. Wenn wir schon einen Ball sehen im Wasser, dann ist das kein Ball. Das ist ein großes Monster. Okay. Jetzt haben wir halt hinten was liegen gelassen, das glänzt, aber es bleibt ja so. Vorsicht, das. Ja, danke. Das ist aber ein nettes Kommentar. Blut. Jetzt sollte ich mich hinten anschleichen. Nur, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Erkennst du was? Warte mal. Ich kann mich hinten anschleichen. That's quite valuable. Gegengift. Let's use it well. What's that? Gleich zwei. This is rain, das ist noch einer dahinten. You've exceeded my expectations. Dann wartet, das ist eine Mistel. Da hinten, den Loot holen wir uns noch. Einer weg, top. This place is eine Mistel? Das ist aber eine sehr kleine Mistel. Aber ja, das ist ja unsere Aufgabe. Mistel. Mistel läutern. So. This terrain is difficult. Ja, das, da hast du recht. Jetzt müssen wir wieder ins tiefe Wasser. Super. Also, hier hinten leuchtet was, das holen wir uns mal. Gehen wir so hinten einfach. Kann ich wenigstens laufen. Ist schon was. Hinten könnte auch noch irgendwas sein. Ja, noch eine Mistel. Also nein, das war die. Ich sage, ich verlaufe mich jetzt schon. Toll. Wirklich. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen. So. Dort leuchtet was. Ja, das können wir uns dann später holen. Ist nicht so schlimm. Das wollen ja. Das ist ein großer, ein großer. Ich habe mich einfach getroffen. Also ich werde noch passieren, wenn ich kann. Ich bin so langsam. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Okay.
Gemeinsam sind wir stark und da oben sehe ich auch was leuchten. Die nächste Mistel zum Läutern. Komm schon. Das Terrain ist difficult. Ein bisschen schneller, bitte. Atlas über Rest C. Vielleicht sollten wir zum Mistel zurück. Da könnten wir uns etwas... aufwerten. Und also hochleveln, weil ich habe nur mit 2 Heiltränke. Da hinten liegt eh nicht, oder? Warte ich schon mal. Ja. Okay. Dann zurück. Aber rollen geht besser. Ja, weil es auch Ausdauer kostet. Solange kein Gegner da ist, können wir ja rollen. Geht es etwas schneller. So, wo gehen wir jetzt entlang? Ich würde sagen, mal zurück zum Mistel. Sorry, I'm on my way. Tut mir leid, schon unterwegs. Ja, wenn ich die jetzt rufen. Das ist ja das. Ich hoffe, ich bin die sicher. Also, meine Ausdauer ist schon sehr. Schon sehr geblinkt. Es ist immer wieder lustig. So, irgendwo da sind wir nicht weit weg. Back here again. Da ist auch eins. Damn it! The whole place is swarming with horrors. We need to get out of here fast. Ah. Okay. Haben wir da schon angezogen? Ich glaube schon. Nein, ich glaube nicht, weil sonst hätten wir ja den Überrest nicht genommen, oder? Habe ich den einfach da liegen gelassen. So, also, na klar habe ich den da liegen gelassen. Da waren wir ja schon. So, das ist auch der richtige Weg. Müsste der richtige Weg sein. Hoffentlich. Warte mal. Wie sind wir ins Wasser gekommen? Von dort. Irgendwo. Genau. Einfach den Leichen nach. Natürlich resetten die dann auch, aber wir gehen ja dann nicht den gleichen Weg. Und ich denke, das hat jetzt schon Sinn. Wer weiß, wo die nächste Mistel ist. Warte mal, wir müssen ja wieder hoch irgendwie. So, ich sehe den Weg da oben. Okay. Schauen wir uns das mal Gebiet hier an, kurz. Was liegt hier noch alles? Hinten glänzt es. Das ist, wenn wir die anderen Positionen tracken. Hinten anstrengend. Ja, ich sehe sehr bleich aus, das stimmt schon. Ich brauche ein bisschen Heilung. Kannst du noch weitermachen? Ich brauche Blut. Blut, Blut. Da geht's rauf. We need to track each other's positions. Auf der Karte, wenn ich mich nicht irre. So, da. Genau. Und jetzt we'll be safe here. Können wir uns ausruhen. Stufenaufstieg wäre top. Wir haben 17.000. Ich könnte 28 Level. Ich werde mal nur auf 26. Okay. Und uns mal den Prometheus gut anschauen. Um zu reichen. Können wir da überhaupt irgendwas lernen? Ja, das. Du hast nicht genug Dunst. 36.000 beschleunigen Licht. Nutz die Kraft vom Icho, um deine Reflexe zu verbessern. Damit du schneller ausweichst. 36.000 brauchen wir dafür. Ist ja gar nicht so schlimm, weil wir bekommen hier ja echt viel. Ich hatte vorhin nämlich keinen Dunst, also nicht wirklich viel. Jetzt gehen wir aber in eine andere Richtung. Also da, wo noch kein Weg markiert wurde. Last here.
Okay. Did you pick up something we can use? Eine Puppe. Bin gespannt, wer mich die schenke. Ah, da kommt doch einer. Den hättest du schon erledigt. Hältst du nur halb? Also, da hinten ist auch noch einer versteckt. Warte. Den holen wir uns. Wo ist denn der jetzt? Was ist der versteckt? Ich glaube, der hat sich wieder hingelegt. Da. Warum kann ich nichts machen? Chemisches Licht. Also es gibt echt viele Drops hier unten im Labyrinth. Das wollen wir schon. Aber ich konnte mich jetzt nicht wirklich bewegen. Drüben reicht auch sehr viel. Noch ein Königin mit einem Eisen. Vielleicht gibt es ja jetzt schon Besseres. Ich habe die schlechte Klinge. Ah, die sollte ich auch noch aufwerten. Da muss ich aber zur Basis zurück. Wäre auch nicht so schlecht gewesen. Boah, von den Werten. Naja. Es kommt ja auch drauf an, auf das Gewicht. Und es wird langsam normal. Da wird schon normal. Abendrotschwert, Rohr der Versklavung, das habe ich ganz am Anfang bekommen. Ich finde die Schlechterklingen 2 noch am besten. Ich hoffe, dass ich bald eine neue Waffe droppe. Da drüben liegt auch was. Eher, ne? Ja, aber bin ich zu dem hinkommen? Hier mal weiter um, aber langsam. Da waren wir ja noch nicht. Das Terrain ist difficult. Ein Ichor-Konzentrat. Ja, die habe ich eh. Jetzt habe ich wieder 5, okay. Letztens habe ich sie teilweise schon gesehen. So, da muss ich auch noch was sein, weil da waren wir noch nicht. Ja, da drüben. Auch wenn schlechte Sicht ist, also da waren wir schon, aber hier noch nicht. Gehen wir mal hier entlang. Das kann ja nicht hier gewesen sein. Und doch da drüben. Und da sehe ich auch was rot. Da müssen wir hin. Solange sie noch nicht aufstehen, bin ich ehrlich. Ja, ich habe gesehen, gut ist etwas. Wenn ich dich heile, dann habe ich überhaupt keine HP mehr. So. Doch gerade das Rot. Warte, wo war das? Die Karte ist in welche hier standen. Da war das jetzt nur die Gefahr.
Alte Tünches Material, nett zum Tauschen auf der Basis. Und da werden wir auch kurz hingehen, weil hier unten sieht sie echt schlimm aus. Damit ihr seht, es ist wirklich der Untergrund, okay. Da kommen wir wieder zurück. Das sind alles Leichen. Das heißt, wir haben eigentlich... Ups! Ui, ui, ui! Ja, sehr vorsichtig ist immer gut. Careful. Be careful. Oh mein Gott, be careful. Ja. Das gibt's ja nicht. Sieht ja alles gleich aus hier. Da oben war ich nicht. Ich meine, der Weg, der war schon angezeigt. Also waren wir da oben schon. Gehen wir nicht mehr weiter. Und dann werde ich mal eine Folge wieder spielen. Hier unten im Untergrund. Wenn der repariert wurde. Die sind erst eh sehr schnell sammeln. Mal schauen, ob es so kostet. Ich glaube nicht. Also schicken sie nicht irgendjemanden. Da kommt schon. Hopp, hopp, hopp. Da ist noch einer. Hat er nichts getroppt? Nein. Okay, warum denn nichts getroppt? Ich habe ja da noch einen gesehen. Vielleicht bin ich gar nicht da gesehen. Das sind zwei. Für jeden einen, nein, das sind drei. Okay. Ich heile mich. Do you still have some healing left? Ja, wir gehen jetzt trotzdem durch. Ist mir egal. Auch wenn es drei sind. Locker mal einen an. Schnell. Ja, solange sie nicht aufstehen, geht's. Wollen wir nicht da hinten einen Blick riskieren? Wir sehen ja sowieso nichts. Ich hoffe, wir sind hier soon. Warte mal. Ich roll mich da kurz durch. Da ist ein Herr, ne? Noch was sein da hinten, warum sind hier so viele? Das ist der nächste. Ein bisschen schneller da. Da waren wir schon. Warte, hier leuchtet das. Oder? Ja.
Kiste habe ich bis jetzt überhaupt keine gesehen. Eine Lootkiste. Ja, so geht's wieder zurück dann. Ich glaube. Da hinten. Ich sehe sie auf der Karte, da waren wir noch nicht. Ah, da kann ich laufen. Das ist natürlich toll. It'd help if we knew the lay of the land. Ja, es wäre nicht schlecht, hast du recht. Deswegen machen wir diesmal so eine Art um sich, was rot leuchten. Da müssen wir hin. Wie kommen wir hin? Vielleicht so in die Ecke. Enemy nearby. Da ist ein großer und ich habe eh nur meinen Heiltrank. Aber ich habe schon Konzentrate. Jetzt zog ihm aus. Genau, so gehört sie. Und spielt mich eher weg. So. Da ist auch so ein Schalter. Und dann. Das Feuer wurde entzündet. Ja. Hättest du nicht gedacht, hm? Dass wir hier was finden. Oder ich überhaupt, die sich immer wieder verläuft. Naja, es ist ja gut, auf der Karte sieht man ja seine eigenen Spuren. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Gehen wir mal so entlang. Ja, aber da waren wir schon. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Nehmen das mit. That's quite valuable. Let's use it well. Das weiß ich eh schon. Ein Heiltrank ist wirklich wenig. This terrain is difficult. Ja, das Gelände, ja, da hast du schon recht. Nur, deswegen wollte ich ja eigentlich auf der Oberfläche farmen. Nur jetzt sind wir erst wieder im Untergrund gelandet. Jetzt habe ich mich. Nein, jetzt sind wir wieder. Warte, gehen wir da entlang. So. Rüber. Ist da noch mehr? Zum Misteln machen für heute Schluss, weil ich denke, wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon länger nicht mehr gespielt und dachte mir, ich wärme mich etwas auf bei dem kleinen Let's Play. In der nächsten Folge werden wir dann richtig loslegen. Wo ist mein netter Partner? Und ich, ja, jetzt bin ich halt im Kreis gelaufen, nicht so schlimm. Oh mein Gott, da kommen wir nicht drüber. Was ist denn das? Das ist das Feuer, was wir entfacht haben. Interessant. Okay, das heißt, wir können uns an dem Feuer, so wie er es gesagt hat, da oben ist auch was Rotes, da sollten wir auch hin, dort oben. Nein, 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 das wollte ich jetzt nicht aussagen. I hope we're done here soon. Wir können uns an dem orientieren. Ja, da ist wieder was. Ne? Wir waren nicht hier schon. Ich gehe mir jetzt nicht wieder rechts. Müssen wir irgendwie anders durch.
Den einen roten Punkt merken wir uns. Wollen wir da nach hinten schauen? Da waren wir nämlich noch nicht. Da liegt das. To pick up something we can use? Ich hätte gern mal wieder. Aber. Ui, ui, ui. Warte, warte. Wege hier. Gehen wir mal hier hoch. Weiß ich nur, wenn ich mir eine wünsche, kommt sie noch. Ich wollte schon aufhören. Schauen wir mal, was hier drinnen ist. Ah, die X-Variante plus 3. Und hier liegt auch was. Einer Wecker. Die Wecker brauche ich ja, um bestimmte Fertigkeiten zu erwecken. Warte mal, da ist auch einer. Doch was im Wasser gerade. Oder? Das muss auch ausgesehen. Nein, der ist da nach hinten gegangen. Wollen wir da schnell hin? Wenn wir nicht anschleichen könnten. Das ist es etwas schwer, eine neue Mistel zu finden, wäre natürlich auch top, aber ja, man bekommt nicht immer das, was man sich wünscht. Okay, dann haben wir hinten uns auch umgeschaut. Warte, da ist noch einer. Warte, nicht schon. Kämpfen. Ah, warte, ich bin jetzt auf der falschen Taste. Weg hier. Heilen. Anvisieren. Und kämpfen. Das ist das Größte, ne? Jetzt schon stärker vor hier und ja, vielleicht gibt es hier was Nettes, schon was Nettes, vielleicht ein Schalldämpfer, wer könnte den wohl brauchen, schauen wir uns mal an. Ja, ich habe nicht mehr viel HP. Ich möchte jetzt mein Bücher nicht verlieren. Deswegen wäre eine Pflanze gar nicht so schlecht. I'm on my way. Ja. Da ist auch einer. Buffs bin eh schon nett. Danke. Ich schleiche mich nicht nach. Noch eine. Sag es nicht, du hast mich getötet. Nein, nein, nein. Luis, 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 da ist noch einer. Ich komme so langsam. Das. Ja, bis ich komme, könntest du ja schon tot sein. Ja, das war der falsche Weg anscheinend. Ja, wenigstens kann ich hier laufen. Dann hoch, los. Sag nicht, wir sind wieder in dieser Einbahn, ja, da waren wir eh schon. Deswegen, wo das Feuer entzündet ist, brauchen wir nicht hin, wir gehen jetzt einfach schnellsten Weg.
mir irgendwo diese Platten wieder. Eisenfeuer. Da waren wir schon. Da. We'll need to track each other's positions. Und da ist auch gleich die Mistel. Ist das nicht schön? This is just what we need. Ist sie zu gemein? Ja, 27.000 von 36. 36.000 bräuchte ich. Aber ein Stufenaufstieg ist sicher auch nicht so schlecht oder verkehrt. 30, 31 bis 31 könnte ich sogar. Ich sag 30 ist eine runde Zahl und dann machen wir es dann natürlich besser. Etwas Dunst habe ich mir aufgehoben. Und ich kann ja tauschen. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz zur Base. Also ins Lager. Also nicht ins Lager. Schau, ich bin schon ganz. Ich sage, ich war schon länger nicht mehr drinnen. Da ist die Basis. 100% Untergrund der Ruine der Stadt. Die haben wir am Anfang gemacht. Dann das Zentrum der Ruinen der Stadt 50% und jetzt sind wir in der heulenden Grube zur Basis zurück. Ah, königliche schlechte helle Bade, hört sich auch sehr gut an. Aus Kraft und einfache Benutzung, auf Kraft und einfache Benutzung ausgelegt und erstmals, ja, ich sage, wäre schön, mal was Nettes zu droppen. Ich denke, die heulende Grube, da wird es noch lustig werden. Noch richtig lustig. Ein paar große haben wir ja schon gesehen. Da gibt es sicher noch einen Boss. Und das ist die Basis. Hier kann ich auch üben. Hier hinten. Ich kann mit ihm sprechen, mit ihr sprechen. Hi, did you need something? Sie fragt, ob ich irgendwas brauche. Wir könnten was tauschen. Ich kann ihr Kostbarkeiten geben. Zum Beispiel einen Tee, erlesene Sake, ein Duftwasser und so weiter. Dann bekomme ich Punkte. Und was hat sie für Gegenstände? Ein Icho-Konzentrat, ein Dolch, eine Geste und das hier, weißt du's? Ein sehr wertvolles Mineral aus einem besonderen Erz und Blut. Du kannst, ja, aber das brauche ich jetzt noch nicht. Ich könnte Ausrüstung verkaufen, das wäre es. Was hast denn du so im Angebot? Schau mal kurz durch. War ja schon länger nicht mehr hier. Na? Merkur, Codebesitzer Coco, lässt mit ausgewogenen Werten und Ausdauer und Dunsttalenten sichere Sekunden zu. Du hast einen neuen Blutcode erhalten. Das heißt, ich könnte jetzt mit Coco zum Beispiel einen Einsatz geben. I got a whole new line of stock in, thanks to my Herculean efforts. But seriously, okay, you've made my job a whole lot easier. Bin ich aber gespannt drauf. Schauen wir uns mal die Gegenstände. Verkaufen wir mal einen. Ja, habe ich. Nein, nicht das. Was? Bin ich jetzt angekommen. Ist nicht so schlimm. So. Haben wir halt eins verkauft davon. Und ich wollte eigentlich... Warte mal, darüber. L1. Und zwar... Na? Erwecker. Habe ich einen Erwecker? Habe ich eh keinen Erwecker verkauft? Nein, das wäre schlimm. So. Ich glaube, das kann man ja auch zurückkaufen wieder. Also ich weiß, wir schauen mal. Gehen wir mal auf Gegenstände kaufen. Sie läuft sich da bei mir herum. So, ja. Ah, ich habe Konzentrat, wenn ich eines brauche. Gegen Gift, das haben wir auch schon gedroppt.
Hat sie irgendwas Besonderes? Ausdauerverstärker. Königinneneisen. Okay. Chemisches Licht, Punktmarkierungen. Leuchtet schwach. Als Markierung. Ja, damit wir uns nicht verlaufen, so wie im Untergrund. So wie in der heulenden Kuh zum Beispiel. Aber ich kann auch tauschen normalerweise. Ja, das sind die Kostbarkeiten, die ich habe, die Bar. Da habe ich letztens schon ein paar. Und dafür kann ich dann, hier habe ich Handelspunkte. 0, weil bei ihr habe ich noch gar nichts. Also ich habe noch keine Kostbarkeiten gegeben und die bekomme ich ja dann erst. Überreste wiederherstellen. Gibst du Überreste, die du auf deinen Erkundungen findest, kannst du beschädigte Talente für die Blutkunst wiederherstellen. Außerdem offenbaren sich so die in den ersten Blutkunst versiegelten Erinnerungen. Danke für die Information. Sprechen. Ja, einfach mal Überrest wiederherstellen zum Beispiel. Probieren wir das mal. Das ist ganz was Neues für mich jetzt. Ein kleiner Kristall aus Fragmenten enthält Louis Erinnerungen. Kevins. Und Kokos. Jakobos. Interessant. Das kann nur sie. Anscheinend kann das nur sie. Weil woanders. Oder kann ich das jetzt bei jedem machen? Ich möchte mir das jetzt mal kurz anschauen. Doch die Verkäuferin. Oder was? Was du das? Warte mal, ich spreche mal mit dir. The depths are a cup, the mist and the lost and the miasma. It's only ja. Natural that people with the depths are. Tauschen, gehe in die Tiefen. Hm. Your life okay. Is your. Warst du das nicht? Hi. Genau, Ausrüstung aufwerten. Zum Beispiel die Waffe oder den Blutschleier. Which blood veil do you want to upgrade? Ich möchte mal schauen, ja. Das ist jetzt die, also das, was ich jetzt trage, ist auf plus 1. Was habe ich hier getroppt? Ah, ich habe eine bessere. Ja, die dürfte ich vor wahrscheinlich what do you want to upgrade? Getroppt haben. Dann die schlechte Klinge ist auf plus 3. Geht sich das aus? Passt. Dann habe ich die Waffe auf plus 4. Jetzt habe ich zu wenig Materialien. Ausrüstung umwandeln. Which weapon do you want to transform? Nehmen wir irgendeine, da haben wir zum Beispiel 10. Okay. Da seht ihr eh, wie die Werte rauf oder runter gehen. Also das Spiel hat einiges zu bieten. Man muss sich da wirklich mal hinein, also mal wirklich mit jedem sprechen, ganzen Dialoge durchgehen. Und ich bin ja auch nicht hier auf der Basis, ich habe hier nicht auf der Basis angefangen, sondern musste mich mal hierher kämpfen, also durch den Untergrund kämpfen. Und Louis, mein netter Partner, hat mich dann hier auf die Basis eingeladen, sagen wir so. Ich habe sogar ein eigenes Zimmer. Ja, dann machen wir das mal, einen Überrest wiederherstellen.
Und zwar Prometheus. Cleveres Ausweichen. Geht das? Nein. Okay. Geschickte Parade. Ja, es ist auch noch, es blinkt auch noch. Alles, was blinkt, geht sowieso nicht. Ah, Jägerüberrest könnte ich wiederherstellen. Einhandschwertmeister, Geschick plus. Den könnten wir reparieren zum Beispiel. Jäger verwende ich fast gar nicht. Das war doch schon. Yep. Aber wenn ich ihn schon habe, dann werden wir ihn reparieren. Ui, da muss ich wieder da durch. Ich weiß schon, durch die, meine, durch die Erinnerung. Dafür kann ich mich dann wieder... Es gibt keinen bestimmten Grund. Und sie sieht jetzt Erinnerungen. Okay. Und hier, wo es rot ist, müsste es weitergehen. Bin ich Louis. Ich sehe nichts. Da, genau, wo es rot ist. Louis kept bringing me blood beads, which spared me from the constant struggle other revenants faced over them. There was no fear of being turned to ash. Wird's doch noch interessant auf der Basis. I had blood beads, and that meant I had was Neues. Ich meine, eine Erinnerung war beim Dad dabei am Anfang der Einführung. Davor konnte ich das ja noch gar nicht. Also jetzt. Gibt's langsam wirklich interessant. Hier ist eine neue Erinnerung. We rely on each other to survive, right? That's what people do. Durch das ewige Sterben und wiedergeboren werden, hat jeder seine Erinnerungen verloren. If you've got so many lying around, then how about you pass some along to us? Also die Wiedergänger und I don't have that many. Even if I did, I wouldn't give a single bead to bastards like you. You stupid punk. In that case, we'll just take it by force. Right. Yeah. So geht's hier zu wegen Blutperlen. Dann holen wir sie uns mit Gewalt. Trophäe, Louis, Louis Erinnerungen. Mein netter Partner Louis. Da habe ich seine ersten Erinnerungen wiederhergestellt. Das ist doch schön. Das war Kevin, jetzt kann er sich wieder dran erinnern. In the end, on to his death. He was someone that I never should have forgotten. It's hard to believe that I could let something so important just slip away. Sorry, I don't mean to bother you, but there may be other memories of mine scattered around. If there are, I'd like to get them back. I may discover things that are painful to confront, but I made a decision to face my past head on. Da bin ich gespannt. He was sharing the blood beads I gave him with some of the other revenants. He wasn't stupid. He had to have known what would happen if he did something like that. Das hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass wir schon fast bei einer Stunde sind. Ich wollte eigentlich ein kurzes Let's Play machen im Untergrund. Und jetzt ist es auch noch so spannend hier auf der Basis geworden. Wieder was Neues gelernt.
Ja, das heißt, wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielleicht seid ihr mit dabei, es würde mich wirklich freuen. Das Spiel ist wirklich sehr interessant und mir gefällt es einfach. Ich muss mir jetzt mal die Grafik anschauen zu meinen alten Folgen. Ich denke, dass hier nicht viel Unterschied sein wird. Und ja, da kann ich mich jetzt in den nächsten paar Tagen, bis das alles wieder ja, funktioniert hier, auf das konzentrieren. Und wem es gefällt, ich würde mich wirklich über Rückmeldungen freuen. Auch über Tipps, wer sich hier besser auskennt, immer gerne. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe von Herzen. Tschüss.